Die österreichischen Meisterschaften auf der Reiteralm bildeten für unsere heimischen Skistars den perfekten Saisonabschluss. Die selektiven Riesentorlaufbewerbe wurden auf der Finale Grande abgehalten und das Starterfeld war bei Damen und Herren top besetzt. Für die Durchführung der Veranstaltung war in bewährter Form der WSV Bichl Reiteralm im Einsatz. Ja, die größte Herausforderung bei den österreichischen Meisterschaften war natürlich, dass wir einen perfekten Hang finden. Wir haben nicht suchen brauchen, wir haben die Weltelite trainiert auf den Hang. Es ist ein sehr selektiver Hang und ich glaube sicher ein krönender Abschluss für diese Saison. Ein riesengroßes Dank natürlich an die Reiter im Bergbahn, dass sie uns da geholfen haben, diesen Hang so zu präparieren, so zu herrichten, dass Riesentorlauf für die österreichischen Meisterschaften ist ein riesengroßes Danke an meine ganzen Mitarbeiter, Helfer, die was da jetzt echt die letzten Tage brutal reingebuttelt haben und das super gemacht haben. Ich glaube, wo man da herschaut, das Ergebnis lässt sich sicher anschauen und wir haben da super österreichische Riesentorlaufmeisterschaften gehabt. Super Hang und sehr würdig natürlich für österreichische Meisterschaften und natürlich für die Jugend. Ja, da sieht man natürlich, was los ist, wenn da die Profis vorne wegdrucken und große Herausforderung natürlich für alle. Die Bedingungen waren hervorragend und die Pisten präsentierten sich in perfektem Zustand, zeigte sich Manuel Feller, der die Herrenrennen für sich entschied, begeistert. Ist ein Traum für jeden, glaube ich, einmal österreichischer Meister zu werden und das war definitiv das Ziel heute und ist ein sehr schöner Abschluss für eine super Riesentorlauf-Saison, sage ich. Im Slalom haben wir noch ein bisschen was zum Machen. Finale Grande, ist das für dich so ein bisschen eine kleine zweite Heimat? Definitiv. Also wir haben sicher mehr als die Hälfte unserer Trainingstage da. Und es ist einer der schwersten Trainingshänge, die ich kenne. Und von dem her ist es schon eine kleine zweite Heimat. Die Reiter stellen uns eigentlich so ziemlich alles zur Verfügung. Von Skido bis Top-Pistenpräparierung. Also muss man schon einmal Danke sagen, weil das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Bei der anschließenden Siegerehrung freute sich Reiteralm-Geschäftsführer Magister Daniel Berchtaler über eine tolle finale Veranstaltung innerhalb einer rundherum erfolgreichen Saison, die auf der Reiteralm ob der perfekten Bedingungen auch für den Publikumsskilauf noch bis 15. April andauern wird. Ich glaube, wir haben da heute ein wunderbares Rennen runtergesehen bei schwierigsten Verhältnissen. Die Pistenmannschaft von den Reiteralm Bergbahnen, aber natürlich auch vor allem der WSV Bichl Reiteralm hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Da danke für diese jahrzehntelange gute Kooperation und dass es auch in Zukunft so weitergeht. Und ja, ich freue mich auf die Siegerehrung. Ich sage, es sind die besten österreichischen Athleten heute da gewesen und wir haben super Leistungen gesehen. Der Nachwuchs hat mich auch inspiriert und von dem her muss man sagen, da braucht uns für die Zukunft sind wir schon sehr hoffnungsvoll, dass wieder gute Athleten nachkommen. Die Skistars konnten mit den österreichischen Meisterschaften eine erfolgreiche Wettkampfsaison abschließen und einmal mehr von den perfekten Bedingungen profitieren, die die Reiteralm für Top-Athleten und Wintersportfans zu jeder Zeit bereithält.